Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen zu einer neuen Talkradio-Woche. Montagnacht, freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, egal über was, dann ruft ganz einfach an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder E-Mail-Adresse 1live.domian@wdr.de. Lisa ist die Erste heute Nacht. Lisa ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Lisa. Um was geht's bei dir? Ich habe vor 8 Monaten einen Mann im Internet kennengelernt. Mhm. Nach 2 Monaten haben wir uns dann getroffen. Mhm. Jetzt treffen wir uns ungefähr jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende. Die Wochenenden sind immer super schön. Und ja. Ich habe mich in diesen Mann verliebt. Ja, so weit, so gut. Ja, aber er sich nicht an mich. Oh, woher weißt du das? Hat er das gesagt? Ja. Und warum trifft er sich dann mit dir? Nur weil wir miteinander schlafen. Sex. Genau. Also er will dich als Sex-Püppchen? Ja. Böse gesagt? Ja, ich weiß nicht. Und du bist verliebt in ihn? Genau. Mhm. Er hat ganz, ganz rigoros gesagt, nein, keine Liebe. Nee, er hat gesagt, er möchte keine Beziehung. Mhm. Ist er in einer Beziehung? Nein. Ist er in deinem Alter? Ja. Ja. Puh. Ja, schwierige Situation, Lisa. Ja, schwierige und traurige eigentlich. Tragische Situation. Ja, doch, ein bisschen. Ja? Weil man natürlich, wenn man dann auch mit so jemandem schläft, in den man eigentlich verliebt ist, mit dem man eine Beziehung haben will, da lässt man sich ja immer tiefer fallen. Ne? Ja, doch schon. Auch in diese Illusion, dass es vielleicht was werden könnte. Mhm. Wie schätzt du das denn ein? Ist das sowas Definitives, was er gesagt hat, oder... Ich habe ihn jetzt mehrmals darauf angesprochen und er hat jedes Mal Nein gesagt und er sagt, er mag mich super gerne und er möchte unsere Freundschaft nicht aufs Spiel setzen, weil wir reden über alles und ja. Hältst du das aus auf Dauer oder sagen wir mal noch eine ganze Weile so? Ich weiß, dass es mir besser so geht, als wenn ich die Sache ganz beenden würde. Ah ja, noch? Ja, noch. Noch. Mhm. Ich meine, es ist ja noch relativ... frisch. 6 Monate ungefähr, ne, dass ihr euch trefft jetzt. Ja. Mhm. Wohnt er auch in deiner Umgebung? Ja, so ungefähr. Ja. Also, ich glaube, dass auf Dauer so etwas ganz zermürbend ist für den Liebenden, für den, der mehr will. Ja, ich weiß, dass es mir damit nicht gut geht, zumal er jetzt in einem Monat zu seiner Ex-Freundin fährt und sich mit ihr trifft, nur rein freundschaftlich, sagt er aber. Ja, aber du musst ja im Prinzip jeden Tag damit rechnen, dass der sich in eine Frau verliebt und dann vielleicht sogar in eine Beziehung geht und du warst es dann, du wirst dann weggelegt. Genau. Wie einen alten Handschuh. Mhm. Und damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Mhm. Wenn du das schaffst, aber ich weiß nicht, ob der Leidensdruck schon groß genug ist für dich. Ich glaube, es wäre schlau, so schnell wie möglich den Rückzug zu veranlassen, zu begehen. Ja, das habe ich schon mal probiert, aber es ging überhaupt nicht. Denn je weiter du dich jetzt einlässt, das, was wir gerade gesagt haben, desto schwerer wird es dir hinterher fallen, dich wieder zu lösen. Und du bist völlig blockiert, weil du kannst keine andere Beziehung eingehen, weil du nur diesen Typ im Kopf hast. Ja, das ist wirklich so. Ja. Er sagt ja zu mir, ich dürfte mich auch mit anderen Männern treffen und so. Willst du aber gar nicht. Nein. Ja, genau. Ja, weil du liebst, klar. Lisa, das ist ganz, ganz schlecht alles. Das ist ganz schlecht. Ich glaube, wenn du das noch nicht kannst, wenn du sagst, nee, ich kann mich nicht von dem trennen, ich kann nicht Nein sagen, dann mach es noch so weiter, bis du noch mehr leidest. Ich glaube, irgendwann ist hoffentlich bei dir auch der Punkt erreicht, wo du sagst, nein, ich kann das nicht. Dann nehme ich lieber den Schmerz in Kauf, ihn gar nicht mehr zu sehen, als den Schmerz, nicht geliebt zu werden und so gedemütigt zu werden. Ja, es ist ja nicht so, dass er mich wirklich demütigt. Das ist ja halt. Na, nur warts ab, wenn er vielleicht irgendwann eine Beziehung hat und du wirklich kapierst, dass du nur auf der Sexuelle reduziert bist, ist das nicht gerade sehr schmeichelhaft für dich? Ja, okay, dann schon. Mhm. Ja. So ist die Lage. Ja, stimmt. Also Grundtenor dessen, was ich sage, ist, wenn du es schaffst, wenn du es irgendwie kannst, geh zurück. Oder lass es zumindest weniger werden, die Treffen. Mhm.
fände ich gut für dich. Ja. Vielleicht, ich meine, das ist so ein kleiner Nebenaspekt, vielleicht wirst du ja auch noch interessanter für ihn, wenn du dich so ein bisschen rar machst. Das habe ich auch schon überlegt, aber dann gebe ich, aber soweit glaube ich dann nicht, dass er sich dann vielleicht doch in mich verliebt. Vielleicht, ja. Aber das wäre so eine interessante Sache, das noch zu erkunden, was passiert, wenn du dich ein bisschen zurückziehst. Also gut wäre es, wenn du dich zurückziehen würdest, wenn du es schaffst. Denn auf Dauer ist das keine gesunde Verbindung. Auf Dauer wirst du da zu sehr dran leiden, Lisa, bin ich ganz sicher. Ich leide jetzt schon genug. Ich leide jetzt schon, ist mir klar. Also in diesem Sinne, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, danke schön. Alles Liebe. Ja, tschüss. Danke dir auch. Tschüss. Ihr Lieben, morgen haben wir ein Thema und ihr habt das Thema ausgewählt, welches wir hier morgen behandeln werden. Nämlich bei www.nachtlager.de konntet ihr abstimmen. Und das Thema heißt, für das ihr euch entschieden habt, also haben die meisten haben dafür votiert, nämlich für schreckliche Orte. Morgen heißt also unser Thema schreckliche Orte. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Orte, die für euch wirklich eine schreckliche Erinnerung haben. Orte, an die ihr vielleicht nie wieder zurückgehen wollt. Orte, die mit Leid, Trauer, Traurigkeit verbunden sind. Schreckliche Orte, morgen Thema bei Domian. Und das habt ihr so gewollt. Ihr habt abgestimmt bei www.nachtlager.de. Heute aber freie Themennacht, wie immer montags. Und weiter geht's mit Daniel. Und Daniel ist 28 Jahre alt. Ich grüße ihn. Hallo Daniel. Ja, hallo Domian. Ja, Daniel, um was geht's? Also ich habe folgendes Problem. Mein Vater hat eine Freundin. Mhm. Die hatte jetzt seit knapp über einem Jahr. Mhm. Und ich habe mit derer Verhältnis angefangen. Du? Ja, leider. Dein Vater hat eine Freundin? Genau. Wie lange hat er die schon? Die hat ein bisschen über ein Jahr, ist das jetzt seit her. Da hatte die Freundin. Ach so, hast du es gerade auch gesagt. Ja, ich hatte es falsch verstanden. Also er hat ein Jahr diese Freundin. Was ist mit deiner Mutter? Lebt die nicht mehr oder sind die getrennt? Nee, die sind geschieden. Die sind geschieden. Ja. Und seit wann hast du jetzt einen näheren Kontakt zu der Freundin deines Vaters? Also bei uns geht es jetzt seit circa 7 Monaten. Schon? Auch? Ja, schon. Es hat eigentlich kurz danach angefangen. Weil mein Vater, der arbeitet 3 Schicht, also er hat Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Mhm. Und dann hat sich das immer so ergeben. Wir waren also öfters am Abend dann immer zusammengehockt, wenn mein Vater in der Arbeit war. Mhm. Und haben halt was gegessen zusammen oder haben Fernsehen geschaut. Und dann hat sich das irgendwie langsam ergeben. Wie hat sich das denn ergeben? Das ergibt sich doch nicht. Da muss doch immer irgendeinen Anfang machen. Warst du es oder war sie es? Ich sage jetzt mal beide. Wenn im Fernsehen ist ab und zu mal mir, sagen wir, irgendwie Erotik-Szenen oder sowas im Fernsehen gelaufen sind, dann haben wir uns schon so angeschaut und am Anfang hat so eher mit Witze haben wir da geredet drüber. Ja. Und irgendwann ist halt dann ernst geworden, haben wir ein bisschen was getrunken gehabt, dann haben wir uns geküsst und dann hat das angefangen. Und seitdem ist das regelmäßig. Also. Wie alt ist denn dein Vater? Der wird jetzt nächsten Monat 52. 52. Und wie alt ist die Freundin, über die wir sprechen, die auch deine Freundin? Wie? 37. 37. Ja. Du bist 26. Genau. Also liegt die Freundin da so in der Mitte. Quasi hat die Freundin jetzt eine Doppelbeziehung zu deinem Vater und zu dir. Ja, genau. Dein Vater ahnt natürlich nichts von der ganzen Sache. Nee, bis jetzt noch nicht. Ja. Hast du nicht ein tierisch schlechtes Gewissen deinem Vater gegenüber? Ja, total schlechtes Gewissen. Ich bin heimgekommen, ich traue mich mit ihm, ich kann fast nichts mehr reden mit ihm, ich kann nicht mehr in die Augen schauen. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Was ist das denn für eine Beziehung, wenn du die so definieren solltest, die du zu der Freundin deines Vaters hast? Ist das eine Liebesbeziehung? Ist es eine Affäre? Ist es eine reine Sexbeziehung? Also reine Sexbeziehung würde ich jetzt nicht sagen. Also ich habe mich schon verliebt in die Isabelle. Ich mag sie wirklich sehr gern. Sehr verliebt? Eigentlich schon. Mhm. Eigentlich schon. Ja. Jetzt habe ich das nicht ganz verstanden. Du wohnst auch noch im Hause deines Vaters? Ganz genau, ich wohne im ersten Stock. Also ich habe da mein eigenes Zimmer, mein eigenes Bad und so. Ja. Und die Freundin deines Vaters, wohnt die auch schon im Haus oder ist die einfach oft zu Besuch? Nee, die wohnt auch hier. Die wohnt auch schon da? Ja, klar, die wohnt auch. Was für Situationen, wenn ihr dann alle 3 zusammen seid? Ja, das ist ziemlich schlecht. Horror ist das doch. Also das kommt jetzt fast nicht mehr vor, weil ich kann es gar nicht mehr. Ich mag ja meinen Vater auch und ich kann das kaum mehr machen. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. So, darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Wie ist eigentlich dein Verhältnis, deine Beziehung zu deinem Vater? Das war immer sehr gut und er hat mir auch immer geholfen und so. Und es ist jetzt passiert, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ja, gibt es solche seltsamen Situationen, dass ihr zu dritt... Abend esst oder am Frühstückstisch sitzt oder sowas? Ja, das gibt's. Das kommt des Öfteren vor. Mhm.
Und also ich kann da fast nichts reden am Tisch, also wirklich fast nicht. Und wenn, dann ablenken und... Ja. So, die Freundin, die 37-jährige Frau, ja. die es mit deinem Vater hat und mit dir hat, ja. Redet ihr beiden, du mit der Freundin, redet ihr darüber, über diese seltsamen Situationen? Ja, schon des Öfteren. Wir haben euch auch gesagt, dass wir es beenden, dass wir es ganz lassen. Ja. Es hat dann ja 2 Wochen angehalten und dann ist wieder passiert. Sie sagt halt, sie redet so zu mir und sagt, mit meinem Vater ist es eher, wie soll ich sagen, so langweiler Sex praktisch. Mhm. Und bei mir ist eher der heftigere Sex. Mhm. Ist denn für Sie das Sexuelle wichtiger in eurer Beziehung oder ist sie auch verliebt in dich? Sie sagt, dass sie mich auch liebt, dass sie mich sehr, sehr gern hat. Ja, und was sagt sie über deinen Vater? Er ist langweilig im Bett, sagt sie. Ja, und, also er ist eher der Kuscheltyp und so. Ja, und was sind ihre Gefühle zu deinem Vater? Sie sagt, sie mag ihn auch. Ja, mögen. Liebt sie ihn? Ich denke jetzt mal jetzt nicht mehr. Mhm. Ich glaube es nicht mehr. Sie spielt ihm bloß noch was vor, glaube ich. So, Daniel, das muss sich ändern alles, ne? Das ist ja eine vertrackte und beschissene Situation. Ich finde, dass man so auch nicht mit dem Vater, wenn man ein gutes Verhältnis zu dem Vater hat, mit ihm nicht so umgehen darf und umgehen kann. Außerdem geht das ja auf Dauer auch nicht mehr so weiter. Nee. Ne? Was würdest du denn denken, wie dein Vater reagiert, wenn dir das erfahren würde? Boah, der würde mich hochkanten ausschmeißen. Mhm. Würde mich sofort rausschmeißen, schätze mal. Also. Eigentlich auch zu Recht. Zu was tendiert denn so dein Herz? Was würdest du denn am liebsten machen? Würdest du ganz am liebsten mit dieser Frau zusammen sein? Das wäre mir am liebsten. Das wäre uns eigentlich beide am liebsten, ja. Wenn du frei wählen könntest. Genau. Das hat sie auch schon so gesagt, dass sie auch am liebsten mit dir zusammen wäre? Ja, hat sie auch schon gesagt. Das haben wir auch beide schon geredet. Und ja. Also, es gibt die Heimlichkeit, die habt ihr jetzt 7 Monate praktiziert. Ja. Ne? Dann gibt's, ich überlege mal so, was es alles gibt. Dann gibt's die Möglichkeit, dass ihr euch offenbart. Das bedeutet, dass vermutlich du dann rausfliegst, weil dein Vater wahrscheinlich den Koller bekommt, dass er euch beide rausschmeißt. Ja, glaube ich auch. Mhm. Und welche Möglichkeit gäbe es noch? Dass diese Freundin sich von deinem Vater trennt? Und dir ein bisschen Gras über die Sache wachsen lässt, um den Vater vielleicht nicht zu sehr zu verletzen und dann später zusammenkommt. Obwohl er kriegt das ja auch mit. Das kann man ja auch nicht. Kriegt ja dann auch mit. Und die Grundfrage ist, Daniel, ist das so eine große Liebe zwischen dir und dieser Frau, dass du sagst, okay, das ist jetzt halt so, das ist halt nur eine große Liebe und die Liebe ist das Wichtigste. Ich riskiere sogar das Verhältnis zu meinem Vater. Ist es so eine große Liebe? Also ich möchte sie nicht mehr verlieren. Ich möchte sie nicht mehr verlieren. Es ist wirklich, also ich liebe sie schon. Wärst du bereit dafür, quasi den Kontakt zu deinem Vater, zu dem du eigentlich einen guten Draht hast, zu verlieren? Also wenn es nicht anders geht. Mhm. Tut mir zwar dann auch weh, aber ja. Will die Frau nicht verlieren. Mhm. Also mir ist auch die Rolle der Frau etwas suspekt. Dass, ich meine, sie ist ja für mich fast eher die Schuldige. Wenn sie sich nicht darauf eingelassen hätte mit dir, wäre die Sache ja klar. Sie hat ja angefangen, zweigleisig zu fahren. Andererseits bist du der Sohn, hättest auch Nein sagen müssen. Weil das ist einfach, das macht man einfach nicht. Man nimmt nicht dem Vater die Freundin weg, so wie man dem besten Freund nicht die Freundin wegnimmt. Aber nun ist es passiert. Ne? Nun ist es passiert. Schon, ja. So. Und ich stehe ja schon immer auf dem Standpunkt, dass letztendlich die Liebe soll entscheiden. Wenn die Liebe wirklich so groß ist, dann lass sie entscheiden und nimm alle Konsequenzen, die danach auf dich zukommen, nimm sie hin. Mhm. Aber so geht das nicht weiter. Nee, so geht's wirklich nicht. Ich glaube, dass du dich jeden Tag, der vergeht, machst du dich schuldig an deinem Vater. Stimmt, die wollte sie mir auch schon mal sagen, aber... Ich trau's mich überhaupt nicht. Hast du denn den Eindruck, dass dein Vater in dieser Beziehung mit der Frau glücklich ist? Strahlt er das so aus? Also er ist wirklich, seit er sie hat, er ist wirklich ganz anders da und er ist wirklich, er kocht immer und wenn er da ist und er ist wirklich glücklich auch mit ihr und deswegen tut mir das auch so weh. Wie schlimm. Das heißt, für ihn bricht eine ganze Welt zusammen. Er verliert seine Freundin, von der er geglaubt hat, dass sie ihn auch wirklich optimal und ausnahmslos liebt.
Ja. Und er verliert sogar vielleicht seinen Sohn. Bist du der einzige Sohn oder das einzige Kind? Ja. Das auch noch. Mhm. Ist es für dich unvorstellbar zu sagen, ich ziehe mich ganz aus der Beziehung zurück, rette meine Familie, sprich den Kontakt zu meinem Vater und schmink mir die Frau letztendlich von der Backe. Ich schränke den Kontakt völlig ein. Ist das unmöglich? Ich glaube, das kann ich nicht. Nee. Mhm. Also, nee, das kann ich wirklich nicht. Dann hoffe ich nur für dich, dass diese Frau dich wirklich auch so liebt und dass es nicht nur so eine sexuelle Geschichte ist, nee, welche sie zu dir treibt, welches sie zu dir treibt. Das glaube ich nicht. Ja, Dani, dann gibt es nur diesen harten Weg. Ja. Oder hast du eine andere Idee? Kaum, also müsste jetzt praktisch ausziehen, müsste meine Wohnung suchen und dann müsste sie auch gehen. Ist schon sehr traurig. Der Vater denkt, er ist glücklich und alles ist in Butter. Der Sohn wohnt im Haus, gutes Verhältnis zur neuen Freundin und dann sowas hinter dem Rücken. Das sind die Möglichkeiten. Ich finde letztendlich dann, dass du das tun solltest, Daniel, was ich gerade gesagt habe, wenn es so stark ist. Ja. Ja. Alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Gut, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch mailen unter 1live.domian@wdr.de oder auch faxen unter 0800 5678 110. Wenn ihr faxt oder mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. Morgen heißt unser Thema schreckliche Orte. Morgen die ganze Stunde schreckliche Orte. Heute freie Themennacht und ich begrüße jetzt ganz herzlich den Thomas. Und der Thomas ist 22. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Thomas. Ich habe ein großes Problem. Ja. Ich bin seit einem Jahr SM-Liebhaber. Mhm. Und das ist so abgelaufen, ich war vor 2 Jahren bin ich mit meiner Freundin zusammengekommen. Mhm. Und dann habe ich von meinem Freund und im Chat auch erfahren, dass SM also sehr schön sein soll. Und das habe ich dann ausprobiert vor einem Jahr. Aber nicht mit der Freundin? Nein, nicht mit der Freundin. Mhm. Wie hast du es ausprobiert? Ja, da bin ich zu einer Prostituierten gegangen. Mhm. Und das hat mir dann auch gefallen. Was hat die Prostituierte mit dir gemacht? Ja, sie hat mich ans Bett gefesselt. Ja, also du bist in der devoten Rolle? Genau. In der passiven Rolle? Genau. Sie hat dich ans Bett gefesselt. Also was war so eine Art Domina-Prostituierte? Ja, genau. Ja, sie hat dich ans Bett gefesselt und dann? Mhm. Ja, und dann hat sie mich ausgepeitscht und hat sie mir Kerzenwachs über den Rücken laufen lassen. Mhm. Und dann habe ich halt auch alles das gemacht, was sie mir gesagt hat. Ja. Sag mal ein Beispiel, was hat sie gesagt, was du tun sollst? Ja, sie hat zum Beispiel gesagt, ich soll auf den Knien hier hinterhergehen und wie ein Hund bellen. Hast du gemacht? Ja, das habe ich alles gemacht. Ja. Sag noch ein Beispiel, was du hast machen müssen. Ja, oder Männchen machen oder halt ihr die Füße lecken und gerade so Sachen halt. Ja. Hat ja alles Spaß gemacht. Ja. Fandst du gut? Hat dich erregt? Ja. Ja. Du hast aber am Ende sicher nicht Sex mit der Prostituierten gehabt, ne? Nein, das nicht. Hast du vor der Prostituierten onaniert? Ja. Mhm. Gut, das war also das erste Erlebnis in der SM-Welt. Genau. Vor einem Jahr. Genau. Und deine Freundin hat davon nichts erfahren? Nein. Erzähl mal weiter. Das ist halt jetzt, aber monatlich mache ich das halt und gehe zu so einer Prostituierten. Mhm. Und von einem Dreivierteljahr habe ich dann meiner Freundin Bescheid gesagt und habe ihr das gesagt. Mhm. Und dann hat sie gesagt, also sie macht sowas nicht. Ja. Dann habe ich ihr gesagt, dass sie das auch nicht machen muss, wenn sie das nicht will. Mhm. Und habe ihr dann auch gesagt, dass ich schon 3-mal bei einer Prostituierten war. Ja. Und dann hat sie mit mir Schluss gemacht. Mhm. Und sie hat zwar zu mir gesagt, wenn ich diese Gewohnheit ablegen kann, dann gibt sie mir vielleicht nochmal eine Chance. Mhm. Also ich hänge schon noch an ihr. Mhm. Aber bis jetzt habe ich es halt noch nicht geschafft, dass ich von der Angewohnheit wegkomme. Ach so. De facto bist du im Moment mit deiner Freundin nicht mehr zusammen? Nein. Ah ja. Im Moment nicht. Habt ihr denn so bekanntschaftlichen, freundschaftlichen Kontakt oder ist Sendepause gänzlich? Ja, es ist halt bloß noch telefonisch. Mhm. Hat sie einen anderen Freund mittlerweile? So viel ich weiß nicht. Mhm. Leidet sie sehr darunter, dass ihr getrennt seid? Ja.
Leidest du sehr darunter, dass ihr getrennt seid? Ja, auch. Mhm. Der Sex mit deiner Freundin war eher ein normaler Sex. Genau. Ja. Ist so etwas auch okay für dich oder ist es letztendlich, wenn du ganz ehrlich bist, langweilig? Nein, es ist eigentlich auch okay, aber ich weiß nicht. Irgendwie ist für mich dann noch irgendwie ein Reiz, dass ich einmal im Monat zu einer Domina gehe, also zu einer Prostituierten. Das heißt, das Optimale wäre für dich, wenn du so in beiden Welten leben könntest? Ja, genau. Wenn du so deine Freundin jetzt gesagt hätte, okay, kannst du machen, aber lass mich damit in Frieden, wäre es für dich das Schönste? Genau. Mhm. Tragische Lage. Ja. Tragische Lage. Mhm. Man kann natürlich deine Freundin verstehen, die sagt, ich möchte das nicht. Ja, in gewisser Hinsicht verstehe ich sehr auch. Ja, das muss man verstehen. Einmal sagt sie, es ist nicht mein Ding, ich kann das nicht mit dir machen. Und das Zweite ist, dass sie sagt, ich ertrage das auch nicht, mir vorzustellen, dass du regelmäßig zu einer Prostituierten gehst. Ja. So, dann hat sie eine Konsequenz gezogen, die die meisten Menschen ziehen würden. Sie hat gesagt, ja. Okay, dann muss ich mich leider trennen. Ja. Wo gibt es da jetzt eine Lösung? Ja, ich versuche schon, dass ich das mit der Prostituierten irgendwie weglassen kann, aber ich schaffe es halt irgendwie nicht. Mhm. Weil ich glaube ja auch, zum einen, dass wenn man sowas in sich entdeckt hat, dass das so eine, du bist 22 Jahre erst, dass das so eine große Kraft entwickelt, dass man das schwerlich unterdrücken kann. Ja, genau. Und dass du dann in Sachen Sexualität immer und immer wieder, wenn du auch eine normale Sexualität lebst, immer wieder eine Erinnerung daran hast oder eine Sehnsucht zusätzlich. Mhm. Andererseits ist immer so die Frage, was ist man bereit zu opfern für eine Liebe? Ich glaube ja, dass man nur selten im Leben so alles kriegt, wo alles optimal miteinander zusammenpasst. Ja, ich war schon auch der Auffassung, also dass ich für die große Liebe alles opfern würde, aber ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade bei dieser Sache nicht schaffe. Würdest du denn sagen, dass das mit deiner Freundin schon eine sehr große Liebe war, beziehungsweise immer noch ist für dich? Ja. Mhm. Mhm. Also ich liebe sie über alles. Ja. Nachdem sie sich von dir getrennt hat, bist du noch weiter zur Prostituierten gegangen? Ja. Hast du danach ein schlechtes Gefühl gehabt, weil du dachtest, jetzt habe ich wieder sowas gemacht, was eigentlich meine Freundin nicht will? Ja, teilweise. Aber teilweise war es auch toll für dich? Ja. Mhm. Mhm. Ich glaube nicht, dass du fähig bist, willens bist, sagen wir willens bist, diese Leidenschaft, die du da jetzt relativ frisch entdeckt hast in dir, dass du die opferst. Ja, ich glaube es im Moment auch nicht. Ich habe den Eindruck. Vielleicht kann man das irgendwann, wenn man älter ist, ich weiß es nicht, ob das mit dem Alter was zu tun hat, vielleicht geht das. Also grundsätzlich finde ich schon, dass man für eine Liebe Dinge opfern, bereit sein sollte zu opfern und Prioritäten setzen sollte. Was ist mir wichtiger im Leben? Aber wie du das jetzt schilderst, kann das sogar sein, dass du noch sehr in den Anfängen bist, was diese SM-Geschichte anbelangt, dass du da noch viel mehr erleben möchtest und noch viel mehr machen möchtest? Ja, eigentlich schon. Mhm. Denn das ist ja auch alles jetzt noch nicht so lange her, dass du dich da ausprobierst. Naja. Mhm. Aber ich hoffe halt, dass nicht noch mehr solche Angewohnheiten dazukommen. Mhm. Du hast Sehnsucht nach der Quadratur des Kreises, Thomas. Ja. Aber ich glaube, das gibt's nicht in diesem Fall. Wenn du jetzt sagen würdest, nehmen wir mal an, wir beide würden jetzt das mal so entscheiden, also wir würden das festlegen, du verabschiedest dich von dieser SM-Welt. Mhm. Das würde bedeuten, wenn du das jetzt mal so in Gedanken durchspielst, dass du wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit, was würdest? Unglücklich, unzufrieden? Ja, ich weiß nicht, ob ich unglücklich werden würde, weil, wie gesagt, es kann ja sein, wenn ich das wirklich aufgib, dass meine Freundin mit mir wieder zusammengeht. Mhm. Und dass ich dann dadurch wieder wieder glücklich werde. Mhm. Aber es ist halt nicht sicher. Was wäre denn mit folgender Idee? Dass du zumindest das mal versuchst. Das ist doch die Liebe eigentlich wert, dass du deiner Freundin sagst, okay, ich habe das jetzt ein Jahr ausgelebt. Lass es uns versuchen. Sag zu deiner Freundin, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Bist du bereit, mit mir nochmal einen Versuch zu machen? Und ich versichere dir ehrlich, dir gegenüber ehrlich aufzutreten,
wenn es nicht geht, dann sage ich es dir auch so schnell wie möglich. Mhm. Ich finde das so schade. Ihr beide habt euch so lieb, wie du sagst. Deine Freundin hat sich nicht umgeschaut nach einem anderen Mann. Das ist ja nur auch schon mehrere Monate, dass sie sich getrennt hat von dir. Ja. Wahrscheinlich denkt sie ständig an dich. Ne? Kann ja sein. Glaube ich auch. Ja, und du wahrscheinlich ja auch. Ja. Und dann nur wegen so einem Sexkram das alles wegzuwerfen. Ja. Ich will das mit dem Sexkram jetzt nicht so runterreden, aber die Liebe ist mir immer noch wichtiger als irgendeine sexuelle Leidenschaft. Versuch es doch. Ja. Nochmal, Thomas. Ja. Und wenn du nach einem halben Jahr einfach, wenn es so sehr in dir brennt, dass es nicht geht, dann kannst du für dich aber sagen, ich habe das versucht, es geht einfach nicht, ich muss einen anderen Weg gehen. Mhm. Wäre das vorstellbar? Ja. Also vorstellbar, jetzt erstmal zu sagen, die nächsten 4-5 Monate verzichte ich da gänzlich drauf, wäre das möglich? Ja, ich kann es versuchen. Mhm. Dann mach das mal, versuch es. Mhm. Und Domian, ich weiß nicht, ob du mir jetzt böse bist, wenn ich noch einen Gruß ausrichte. Nee, tu es. Ich möchte Stefan Raab grüßen. So, ja, das ist aber sehr nett. Warum willst du Stefan Raab grüßen? Ja, weil ich habe jetzt erhofft, vielleicht, dass er diese Sendung gesehen hat. Ja. Und mich dann einlädt mal. Warum sollte er dich einladen? Ja, weil ich finde solche Themen, also wie du machst, ich finde es einfach klasse. Und es gibt auch nicht viele Leute, die wo dann wegen sowas anrufen und ja, das wirklich beichten. Aber ich glaube, dass Stefan Raab solche Themen eher nicht behandelt in seiner Sendung. Da sind ja eher immer irgendwelche Fernsehstars zu Gast bei ihm. Ja, aber es werden ja auch teilweise Leute eingeladen für den Raab der Woche, wenn irgendwas Besonderes in der Sendung geschieht. Aber Thomas, Stefan Raab in allen Ehren, aber mit deinem Problem, wie du es gerade geschildert hast, würde ich nicht in so eine Unterhaltungsshow gehen. Das ist doch eigentlich viel zu ernst, was du erzählt hast, finde ich. Ja, aber es wäre trotzdem mal lustig, bei ihm zu Gast zu sein. Na gut, aber als Zuschauer wäre ja auch schon mal ganz gut, oder? Ja, das schon. Na, vielleicht hat es jemand gehört von der Firma Brainpool und die können sich ja dann mit uns in Verbindung setzen und laden dich vielleicht zumindest mal ins Publikum ein. Okay, Domian. Alles Gute, Thomas. Tschüss. Alles zusammen, ciao. Alexander, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Jawohl, hallo Domian. Ja, hallo Alexander. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um Kopfkrankheiten. Kopfkrankheiten? Ja, ich bin schon zigmal am Kopf operiert worden. Mhm. Das erste Mal mit 6 Jahren. Was war das damals? Das allererste Mal? Eine Zyste. Im Kopf? Ja. Mhm. Die der Hüfte verstopft hat, stillgelegt hat. Das bedeutet? Da bin ich nicht gewachsen. Ach so. Ich war mit 8 Jahren, war ich 89 cm groß. Mhm. Und die ist dann entfernt worden. Mhm. Und da bekam ich Wachstumshormone. Mhm. 12 Jahre lang. Mhm. Und ohne diesen Hormon wäre ich 1,30 Meter geworden. Ja. Und mit jetzt bin ich 1,68 Meter. Ja. Aber jetzt habe ich noch weitere Zysten. Mhm. Im Laufe der Jahre bekommen? Ja, über die Jahre hingezerrt. Ich habe gesagt, du bist 34 Jahre alt. Ja. Wie viel Mal bist du am Kopf operiert worden in deinem Leben? Ich glaube schon über 10 Mal. Über 10 Mal. Und immer waren Zysten im Gehirn? Ja, ich habe auch jetzt noch 4 Stück. Eine ganz, ganz große. Sag mal, aber Zysten bedeutet, das sind keine Tumore, das Nein, ist nicht das bösartig. Das ist ein Wassergebilde. Was ist das? Gebilde? Ein Wassergebilde. Wassergebilde. Das ist eine Luftblase, eine Wasserblase. Ach so. Also, wie man sich eine Wasserbombe vorstellt. Ach so, und das nennt man im Kopf Zysten? Ja, genau. Ach so. Und wie operiert man die raus? Also die sind leider inoperabel, weil sie am Kleinhirn sitzen. Die du jetzt hast? Die ich jetzt habe. Aber damals, die konnte man irgendwie rausnehmen? Nein, die hat eben an der Hüfte war die. Mhm. Und die ich jetzt habe, die sind direkt am Kleinhirn. Mhm. Und wenn man die operiert, ist das Risiko zu groß. Dass du stirbst oder behindert wirst? Oder? Jawohl, da das Kleinhirn die wichtigsten Funktionen hat. Ja, aber was bedeutet das jetzt für dich und deine weitere Zukunft, wenn das nicht operiert wird? Ja, ich habe ja, deswegen habe ich das Ventil. Ich habe ein Ventil drin. Ja. Und wenn dann zu viel Wasser in dieser Zyste drin ist, macht sie das Ventil auf. Ach. Und das Wasser läuft dann irgendwie in den Darm oder Magen. Ach so, da kommt nicht irgendwas aus dem Kopf raus? Nein, das ist innen drin. Das ist im Kopf einoperiert? Ja. Ich kann das zwar am Hals fühlen, ja. Und das ist wie eine Bombe, und da kann ich dann dran bomben. Ach. Aber manchmal sind dann Aussetzer da. Ich war schon mal von jetzt auf nachher linksseitig gelähmt,
weil die Zyste irgendwo draufgedrückt hat und das dann ausgeschaltet hat. Da war mir mein Gesichtsfeld extrem schlecht, dass mein Hausarzt gesagt hat, wenn das so weitergeht, werde ich blind. Und das Ventil, das ich mit der siebten Klasse bekommen habe, ja. Und dann haben sie irgendwas verletzt. Jetzt ist mein Kurzzeitgedächtnis weg. Also was ich jetzt mit dir rede, kann ich morgen oder übermorgen nicht mehr erzählen. Was ich vorhin geschaut habe um 8:45, wer bin Millionär und Hintergedon und das, das weiß ich jetzt nicht mehr, was los war. Du hast ja wahrscheinlich, du verfolgst jetzt meine Sendung seit 1 Uhr. Ja. Weißt du gar nicht mehr, wer am Anfang angerufen hat? Das weiß ich jetzt schon nicht mehr. Nein. Ja. Jetzt erklär mir das doch nochmal bitte mit dieser Pumpe. Da ist eine Pumpe im Kopf. Die führt dazu, ich sag's mal so, wie ich es verstanden habe, dass das Wasser, was sich da anstaut, automatisch abgepumpt wird in deinen Magen rein. Genau. In den Magen-Darm. Das ist eingestellt, da läuft so und so viel durch. Ja, und das ist ein Röhrchen, was im Kopf in den Hals reingeht, genau, in die Speiseröhre wahrscheinlich. Das kann man abtasten. Neben am Kopf kann man das abtasten. Und kannst du das auch irgendwie bewirken, indem du draufdrückst, pumpt sich das dann irgendwie? Ja, genau, wenn ich draufdrücke, sag mal, ich hab zurzeit Kopfschmerzen und die sind so schlimm manchmal, dass ich schreie vor Schmerzen. Dass ich manchmal denke, ich drehe durch vor Schmerzen. Und dann drückst du am Hals auf diesen Ab. Neben am Hals, beim Ohr. Ja, da ist so. Die läuft hinterm Ohr, genau da, wo du es hindeutest. Und da kannst du draufdrücken und dann. Da kann ich draufdrücken. Und dann fließt und das Wasser ab. Und dann mehr Wasser durch. Ach so, und dann dass der Druck nachlässt. Und dann lassen auch die Schmerzen nach. Ja. Und diese Pumpe, einschließlich dieses Röhrchens, hat man dir schon vor vielen, vielen Jahren, als du noch ein Kind warst, implantiert. Ja, das ist das erste Mal mit in der siebten Klasse implantiert worden. Ja, und es hat von siebter Klasse bis vor 4 Jahren gut getan. Und da ist es das Unglück passiert, da ist das Ventil kaputt gegangen. Und da, jetzt geht die Geschichte erst richtig los, was das Schlimme ist, warum dass ich jetzt auch Rentner bin. Und es ist Ventil ausgewechselt worden. Ja. Und dann sind Bakterien reingekommen. Ja. Und da hatte ich eine schlimme Hirnentzündung bekommen. Bin ins Koma gefallen. War 3 Wochen im Koma. Und dann bin ich wieder aufgewacht. Musste alles wieder von vorne anfangen. Laufen, essen und weiß was alles. Ach du lieber Gott. War ein Vierteljahr in Schaufling zur Reha. Ja. Und bin eigentlich wieder fit geworden. Und dann habe ich aber Epilepsie wieder bekommen, was ich schon mal in der siebten Klasse hatte. Und dann jetzt bin ich seitdem zu Hause. Und ich sage nochmal 34 Jahre, erst alt. Genau. 34 Jahre. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Ne? War zwar immer wieder im Krankenhaus, immer wieder krank und so und alles. Ne? Aber jetzt ist immer das Problem. Ich meine, letztes Jahr war ich wieder im Krankenhaus. Durch einen schweren Anfall war ich wieder im Koma. Ja. Wieder eine Woche. Mein Gott, Alexander, was hast du mitgemacht schon? Und jetzt war ich dann seit letztes Jahr, sie haben mich 4-mal reanimiert. Ich war 4-mal tot praktisch. Und das ist jetzt mein Hauptproblem. Ich meine, ich habe jetzt auch wieder immer wieder epileptische Anfälle. Also, was meinst du jetzt mit Hauptproblem? Hauptproblem, dass... wenn man weiß, dass man ein paar Mal schon tot war. Sie können sich vorstellen... Man lebt ja mit der Angst, dass man jederzeit. Ja, ja, ja. Die Ärzte haben mir gesagt, genießen Sie Ihr Leben, solange es noch geht. Das haben die zu dir gesagt? Ja. Das oder heißt normalerweise also, dürfte ich nicht mehr leben. Das heißt also letztendlich, es schwebt über dir permanent hohe Gefahr. Genau, jawohl. Ich meine, jedes Mal, wenn ich in der Langen bin zur Untersuchung, war ich schon in Hörsälen und alles und die ganzen Studenten. Ja. Also als Phänomen, weil ich normalerweise nicht mehr leben dürfte. Ist das denn für dich jetzt nicht sehr aufregend, beispielsweise jetzt hier anzurufen? Nicht deswegen, weil vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, ich weiß es nicht mehr genau, hat ein Junge oder ein Mädchen angerufen, das auch ein Ventil bekommen hat. Und sie hatte Angst, wie lang dass sie damit lebt. Also das Ventil, was sie jetzt drin hat, das kann nicht mehr kaputt gehen. Ja. Weil das Beste ist, was es gibt. Und die gab es damals noch nicht, als man das bei dir eingeführt hat? Zu meiner Zeit nicht. Ja. Also in den 80ern gab es noch nicht. Alexander, wenn du so, so lebst wie im Moment, auch mit der permanenten Angst, ich kann jede Sekunde tot umfallen. Wie lebst du? Bist du ganz allein oder hast du einen... Nein, ich lebe bei meinen Eltern. Sie können sich die Angst von meinen Eltern vorstellen. Ja, übrigens, kannst du mich duzen? Ich duze dich ja auch, ne? Ja, ich sehe dich fast jeden Tag. Ja. Und
wenn ich jetzt weggehe, ne, meine Mutter und mein Vater, die machen sich mal Gedanken, wo bleibt er, wenn ich später nach Hause komme oder was. Ne? Ich habe auch immer mein Handy dabei. Verstehe. Dass, wenn ich später nach Hause komme, jawohl, ich bin da und dort. Hast du wenigstens ein paar Freunde? Oder? Ja, ich habe Freunde, aber ich darf jetzt kein Auto mehr fahren durch meine Epilepsie. Das war mein bisschen Leben, mein Auto. Ich konnte fort, wenn ich wollte. Ich konnte nach Hause, wenn ich wollte. Disco meide ich. Ja. Mein Leben war Kino. Ja. Das kann ich jetzt alles nicht mehr machen, weil ich ja auf andere angewiesen bin. Verstehe. Das ist immer das Schlimmste, was ich machen konnte. Auf andere angewiesen. Mhm. Wie ist es so mit Beziehung? Ist auch nichts. Ja, das sowieso nicht. So, schon mal gehabt? Nein. Mhm. Ich meine, ich hab viele Freunde. Mhm. Auch in der Ortschaft und so. Und das ist eine kleine Ortschaft. Ja. Ich habe sehr viele Freunde, das ist das Gute. Ja. Also das heißt, du bist nicht einsam und sitzt den ganzen Tag für dich alleine? Nein, nachmittags bin ich immer unterwegs. Mhm. Und dann frage ich halt, gehst du mal ins Kino oder so. Ne? Aber das, Alexander, ist ja auch schon, man muss ja in allem Unglück immer noch auch das Helle sehen und das Gute sehen. Das ist ja schon. Die Ärzte sagen zu mir, also ein Gutes ist, dass ich so eine gute Umgebung habe. Das glaube ich auch. Wollte ich gerade sagen, dass du eingebettet bist im Menschen. Das ist auch das Gute. Vielleicht ist das auch der Grund, weswegen du so zäh am Leben hängst. Genau. Wie ich jetzt im 98 im Koma gelegen habe, haben die Ärzte zu meinen Eltern gesagt, ihr Sohn ist eine Kämpfernatur. Mhm. Und dann nicht normal, das ist so schnell gegangen, 98. Die haben gesagt, das kann bis zu einem halben Jahr dauern. Ist das so, jetzt waren ja ein paar wunderschöne Frühlingstage und man sieht so die Natur explodieren. Ist das für dich auch, dass du das besonders intensiv wahrnimmst? Und ja, das sowieso. Ich nehme also was andere normal finden, das freut mich. Ne? Weil man ja, wie die Ärzte sagen, genießen sie Leben, solange es noch geht. Ja. Ich mache das Beste draus. Ja. Ich bastel, ich zeichne, male und so und das alles. Jetzt, wo die Ärzte haben mich lange gefragt, wo ich hin möchte zur Reha, hatte ich gesagt, wenn es geht, nach Schaufling. Mhm. Weil ich da schon zweimal war. Wo liegt das? In welchem Bundesland? Bei Deggendorf. Und das wiederum liegt in welchem Bundesland? Bayern. In Bayern. Ja. Und da habe ich wieder gebastelt und gemalt und habe dann Kurse mitgemacht, ne, und auch abgehalten. Mhm. Und den Älteren und in Anführungszeichen Schlimmeren, die wo dran waren, nicht so gut können, geholfen und so. Also ein ganz tapferer Bursche bist du. Ja, genau. Das sagen sie immer wieder. Ja. Und ich baue dann andere Menschen damit auf. Ja. Aber das ist auch eine schöne Aufgabe. Damit hilft man sich selbst ja auch. Ne? Ich habe immer gesagt, mein Leitspruch ist, hast du Kummer, komm zu Brummer. Das ist mein Nachname. Das ist mein Leitspruch. Weil ich schon anderen, wenn jemand von meiner Kollegschaft ein Problem hat, kommt er zu mir. Also Alexander, ich finde, dass du ausgesprochen tapfer mit deinem Schicksal umgehst. Und ich bin sehr beeindruckt, wirklich sehr beeindruckt. Ja. Und würde dir so sehr wünschen, ich wünsche dir so sehr, dass du das durchhältst und du wirklich noch eine schöne lange Zeit hier auf unserer Erde, auf unserer schönen Erde bleiben kannst. Ja, wollen wir es hoffen. Ja. Also, von meiner Seite aus, Alexander, alles, alles Gute. Jawohl, danke. Und alles Liebe und bleib so, wie du bist. Und ich finde es wirklich toll. Also ich glaube ja, ich sage das ja oft hier, dass manch einer, wenn man so schwere Schicksalsschläge hinter sich hat oder krank ist, ich weiß nicht, letzte Woche die ungewöhnliche Krankheiten da. Ja. Da waren auch welche dabei, ja, das war schon Wahnsinn. Mhm. Also das ist schon extrem. Bleib wie du bist. Jawohl, danke. Und toi, toi, toi. Und du auch. Machst deine Sendung super. Dankeschön, Alexander. Danke. Tschüss. 0800 5678 111. Morgen heißt unser Thema schreckliche Orte. Also ich möchte gerne mit euch über Orte reden, die für euch eine ganz üble Erinnerung haben. Eine ganz traurige Erinnerung, eine ganz schmerzhafte Erinnerung. Orte, die ihr meidet. Orte, von denen ihr sagt, da will ich nie wieder in meinem Leben hin. Da ist einmal das und das passiert. Das muss ich nicht haben, da nochmal hinzugehen. Also schreckliche Orte. Jetzt geht es weiter mit, ich frage mal meine Regie, mit Viola, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Viola. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es darum, dass ich meinen Vater aufgenommen habe nach seiner Knastzeit. Aufgenommen? Aufgenommen, ich hab ja. Ausgenommen, ausgenommen, verstanden. Aufgenommen, ja. Ja. Er hatte keine Wohnung. Mhm. Und auf jeden Fall stehe ich jetzt da, er beklaut mich. Mhm. Also er wohnt immer noch bei dir? Er wohnt immer noch bei mir und ich kann ihn auch nicht rausschmeißen. Wie lange wohnt er jetzt schon bei dir wieder? Ungefähr ein halbes Jahr. Mhm. Er war im Knast vorher, sagst du? Ja. Wie lange?
Ja, knapp anderthalb Jahre. Und warum? Wegen Klauerei und Schulden. Also da liegt das ja schon irgendwie nahe, dass er das jetzt auch wieder weitermacht. Obwohl es natürlich nicht naheliegen dürfte, wenn er bei seiner Tochter wohnt. Ja, nur das Problem ist, er beklaut mich nun. Was klaut er denn? Geld. Wie viel schon? Ja, es grenzt jetzt schon, also es sind jetzt schon, er hat mein Sparbuch leer geräumt, es sind jetzt an die 5000 D-Mark waren es damals. Mhm. Und jetzt immer so Kleinigkeiten, sag ich mal, aber es läppert sich ja so langsam zusammen. Mhm. Wie reagierst du darauf, wenn er dir, übrigens, ja. Hast du das Sparbuch nicht irgendwie gesichert gehabt, dass er da einfach so ran konnte? Gut, nee, ja, damals war es nicht gesichert. Das hatte meine Oma damals für mich angelegt. Mhm. Und ach so, da kann jeder dann mit, damit kann dann jeder zur Bank gehen und sich das Geld abholen. Ja, damals war es so. Also da waren meine Eltern auch noch verheiratet, als das so war. Mhm. Und ich habe immer eigentlich zu meinem Vater gehalten. Moment, damals, ich habe so verstanden, dass im letzten halben Jahr das passiert ist, dass er an dein Sparbuch gegangen ist. Nein, das war damals. Jetzt ist das so, dass er an meine Ersparnisse geht. Damals ist er an mein Sparbuch. Ach so, das, also vor seinem Knastaufenthalt hat er das auch schon gemacht. Genau, ja. Ah ja. Mhm. So, jetzt wohnt er bei dir und jetzt klaut er weiter Geld. Ja. Wie viel Geld, frage ich jetzt nochmal, um es so richtig einzuordnen, in dem halben Jahr, wo er jetzt bei dir wohnt? Ne? Also es sind so, wenn man das so sagen kann, so täglich etwa 5 Euro. Die er irgendwie so mitgehen lässt. Ja. Was macht er mit dem Geld? Schnaps kaufen. Schnaps kaufen? Ja. Das heißt, er ist Alkoholiker? Ja. Mhm. Wie alt ist der Vater? Er ist jetzt 57. Mhm. Wie reagierst du darauf, wenn du merkst, dass der... Ja, ich weiß ja eben nicht, wie das weitergehen soll. Mhm. Rausschmeißen, der tut mir das auch wieder zu leid. Jeder sagt zu mir, schmeißen raus. Mhm. Und Hat er denn, bevor er in den Knast gegangen ist, hat er da ein normales Leben geführt? Oder ist er schon lange irgendwie so ein bisschen auf der schiefen Bahn? Nein, er hat davor, ist ihm ja die Wohnung vom Gerichtsvollzieher geräumt worden. Mhm. Warum? Ja, dadurch, dass er die Miete nicht bezahlt hat. Ja, das heißt, er hatte da auch keine Arbeit? Ja, doch, Arbeit hatte er, nur er ist dann an Spielautomaten spielen gegangen. Ach so, er hat verprasst, das Geld. Ja. Und war er da auch schon Alkoholiker? Ja. Und das hat sich durchgezogen, auch durch den Knast? Also er ist durch den Knast nicht vom Alkohol weggekommen? Genau. Und das geht jetzt weiter. Wie viel trinkt er denn so am Tag? Also er trinkt schon reichlich. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil er ist, ich habe einen Hund. Mhm. Und er geht dann mit meinem Hund spazieren. Mhm. Und wenn er dann nach Hause kommt, wenn er dann hier hinkommt, dann ich sehe ihm das einfach an. Er kann nicht mehr richtig reden. Mhm. Er kann nicht mehr richtig laufen. Mhm. Aber das bedeutet ja, dass du ihn so richtig auch dann durchfütterst, ne? Er hat auch gar kein Einkommen. Er kriegt ein bisschen Sozialhilfe oder was? Nein, er kriegt Arbeitslosenhilfe. Ja. Und das auch nicht wenig, das ist das Problem. Er hat ja immer auf seinem Konto noch fast 700 Euro. Mhm. So im Monat übrig, oder wie? Ja, im Monat. Und trotzdem stibitzt er dir da täglich 5 Euro. Trotzdem, ja, du musst mal wissen, dass für Alkohol so viel Geld drauf geht. Mhm. Ich wusste das vorher auch nicht, aber... Mhm. So, hast du schon so richtig auf den Tisch gehauen und hast gesagt, hier, Papa, so geht's nicht. Wenn das sich nicht ändert, dann passiert das und das. Oder hast du bisher... Ja, aber er nimmt mich nicht ernst. Mhm. Wohnst du denn alleine mit ihm oder hast du auch noch einen Freund oder einen Mann? Nein, ich wohne im Moment alleine mit ihm. Und der Rest der Familie? Und, ja, meine Mutter, die ist nach Portugal gezogen. Mhm. Und gibt es Geschwister? Ja, und Geschwister? Mein Bruder, mit dem habe ich nichts mehr zu tun. Mhm. Und der kümmert sich auch nicht um den Vater? Nein, überhaupt nicht. Gibt es noch ein Geschwister? Nein. Das heißt im Prinzip... Meine Schwester, die ist vor knapp 30 Jahren gestorben. Mhm. Das heißt, es bleibt alles an dir hängen, im Prinzip. Ja, gut, bleibt alles an mir hängen, nur irgendwie, es tut mir leid, ich kann ihn nicht rausschmeißen. Mhm. So, Viola, jetzt will ich dir was sagen. Das ist ein großes Dilemma, wenn man Angehöriger ist eines alkoholkranken Menschen. Ja. Weil man natürlich auf der einen Seite Mitleid hat
und man vielleicht auch gar nicht mit ansehen möchte, dass jemand so richtig vor die Hunde geht oder in die Gosse absackt. Ja. Andererseits kann man einem Alkoholiker nicht helfen. Eigentlich muss man einen Alkoholiker loslassen, bis er wirklich in der Gosse sitzt und es kapiert, dass ihm geholfen werden muss und dass er selbst sagt, okay, ich gehe in einen Entzug, ich gehe in eine Klinik. Er gehört eigentlich in eine Klinik und nicht zu dir. Ja, weil gut, indirekt unterstützt du das ja auch noch mit. Ja, aber das Problem ist, in eine Klinik kommt er nur, wenn er zugibt, dass er Alkoholiker ja, ist. Deswegen sage ich ja, er muss es selbst erst zugeben und selbst auch wollen. So, er gibt es aber nicht zu. Ja, und das ist das Problem. Das ist das Problem. Und, eigentlich müsstest du ihn rausschmeißen. So hart das, ja, so hart das ist. Ja, ich weiß. So hart das ist. Weil, ich sag ja, du steckst ja in der Zwickmühle. Du hast Mitleid, was jeder verstehen kann, das ist dein Vater. Aber andererseits förderst du durch dieses Verhalten noch immer weiter seine Alkoholsucht. Und das wird wahrscheinlich noch immer schlimmer werden. Ja, das stimmt. Mhm. Weißt du, was eigentlich eine ganz gute Anlaufadresse ist? Es gibt überall in Deutschland, gibt es einmal für Alkoholiker, die anonymen Alkoholiker. Aber ich vermute, dass dein Vater nicht so weit ist, um da freiwillig hinzugehen. Nee, auf gar keinen Fall. Aber es gibt aber auch Selbsthilfegruppen, wo sich Angehörige, ganz nahe Angehörige von Alkoholikern treffen, weil die alle diese gleichen Probleme an der Backe haben. Ja. Das fände ich gut, wenn du in eine solche Gruppe mal gehen würdest, um da mit anderen Betroffenen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du, um da einfach mal zu quatschen. Da kann man so viel erfahren und auch so viele Anregungen mitnehmen. Ja. Ich würde gerne noch ein kurzes Gespräch mit meinem Psychologen anbieten und der kann dir so eine Gruppe in deiner direkten Umgebung nennen. Das wäre nett. Machen wir es so? Ja. Viola, dann wünsche ich alles Gute und hoffentlich kommst du irgendwie auf einen Weg, der dann ja, für dich hoffe. Und dann auch für den Papa gut ist. Alles klar. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Katrin, 24 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domina. Hallo Katrin. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, ich will mich eigentlich von meinem Mann scheiden lassen, weil... Ich hab's nicht verstanden. Ich will mich von meinem Mann scheiden lassen. Du willst dich von deinem Mann scheiden lassen? Genau. Wie lange wart ihr verheiratet? 4 Jahre und seit 95 sind wir zusammen. Ja. Also, damals war ich 16. Und warum willst du dich scheiden lassen? Ja, es geht einfach nicht mehr. Er nimmt Drogen und er hält mir ziemlich viel vor hier, was ich nicht gewesen bin und alles, was er falsch macht, das ist dann mein Fehler gewesen. Mhm. Habt ihr Kinder? Ja, zwei. Zwei Kinder. Wie alt sind die? 2 und 4. Mhm. Was für Drogen nimmt er? Kristall. Wie Kristall? Ja, das ist sowas wie Speed. Mhm. Bloß schlimmer. Mhm. Also es ist eigentlich... Wie finanziert er das? Ja, der ist Autohändler, also der kann sich das selber kaufen. Also er verdient ganz gut Kohle und... Mit der Kohle. Welche Folgen hat diese Droge für ihn? Ist er ständig auf der Rolle? Der ist ständig unterwegs und auf der Rolle und wenn er dann mal nichts hat, dann will er nur schlafen und dann, wir haben bloß 2 Zimmer und es ist klar, wenn die Kinder dann rumrennen, dann macht er auch wieder Stress. Mhm. Also ihr habt nur 2 Zimmer, aber dann kann er aber, obwohl er gut verdient. Das heißt, eigentlich könnt ihr euch doch eine größere Wohnung leisten. Ja, nee, das ist ein Haus. Also sein Opa hatte damals für uns angebaut. Ach so. Mhm. Weil seine Oma krank ist. Wie lange geht das jetzt alles schon so? Das hier geht jetzt auf 4 Jahre. Es geht schon 4 Jahre? Es geht schon 4 Jahre. Aber du hast gerade gesagt, dass ihr erst 4 Jahre verheiratet seid. Mhm. Das heißt also, das war die ganze Ehe schon so? Ja. Die ganze Ehe hat er auch Drogen konsumiert? Ja. Wusstest du das vorher? Ja. Warum hast du ihn... Bitte? Ich habe damals auch welche mitgenommen. Ich habe gesagt, nee, ich mache das nicht mehr. Mhm. Ich will das nicht und hat dann auch aufgehört. Also ich hatte damit kein Problem. Wie verhält er sich denn so zu dir? Ist er einfach nur apathisch oder ist er auch aggressiv? Oder kommt drauf an. Der ist manchmal kommt er an wie, es war nichts, es ist ganz lieb und im selben Moment kriegt er einen Wutanfall und schmeißt um sich und alles. Schlägt er dich auch? Zurzeit nicht mehr, nee. Aber das heißt, er hat dich schon mal geschlagen? Ja. Oft? Ja, nicht oft. Ich habe dann halt auch gleich zurück. Mhm. Aber es gab Auseinandersetzungen. Ja. Mhm. Und der war damals auch schon im Gefängnis, also bevor wir geheiratet haben. Weswegen? Und wegen Betrug. Mhm. Straftat gewesen, die schon ein bisschen länger her ist. Gibt es denn überhaupt noch Momente der Zärtlichkeit oder der Liebe, gute Momente in eurer Beziehung, in eurer Ehe? Für mich nicht, nee. Mhm.
eigentlich nur so, wie du musst jetzt mal herhalten. Mhm. Das heißt, er verlangt auch noch Sex von dir? Mhm. Und du lässt es über dich ergehen? Naja, freilich, bevor ich wieder da irgendwelchen Stress kriege, bevor er dann wieder irgendwelche Wutanfälle kriegt und aufsteht nachts, das wieder Theater ist. Und jetzt habe ich einfach gesagt, jetzt am Wochenende, ich will nicht mehr. Mhm. Ich suche mir eine Wohnung und ziehe aus. Ja. Gibt es diesen Stress? Macht er auch Stress und Terror oder Diskussionen, Schreiereien vor den Kindern? Ja. Mhm. Und das will ich einfach nicht mehr. Wie hat er darauf reagiert, als du gesagt hast, jetzt ist Schluss? Finito. Wir waren da gerade unterwegs, weil ich Geburtstag hatte am Wochenende. Ja. Da wollten wir eigentlich feiern gehen, ein bisschen Eis essen gehen und da hat er auch schon Theater gemacht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, das hat sich jetzt erledigt, das mache ich jetzt nicht mehr weiter. Mhm. Und er legt sich dann einfach hin zu Hause und hat geschlafen. Weil er dich gar nicht ernst nimmt. Er hat mich einfach nicht ernst genommen damals. Ja. Was mich so fast erschüttert, Katrin, ist, dass eure ganze Ehe irgendwie so war, wie du es gerade gesagt hast. Vielleicht jetzt zum Ende noch schlimmer, aber dass das alles irgendwie schon so angefangen hat. Ja, klar. Gab es denn mal am Anfang zumindest mal so ein paar Wochen oder immer wieder mal ein paar Tage, wo es gut war? Ja, oder? Es gab ab und zu mal ein paar schöne Tage, aber das war dann... Das war vielleicht von einem Tag, waren das vielleicht 5 Stunden. Und wenn wir mal in Urlaub gefahren sind oder sowas, dann hat er jedes Mal seinen Freund mitgeschleppt, obwohl er genau wusste, es gibt dann immer Zeff, es gibt dann immer Streit. Weil ich dann immer schuld bin, wenn irgendwas nicht so ist, wie es sein soll. Aber Katrin, dann war diese Entscheidung ja längst überfällig, dass du sagst, ich gehe. Ja, ich habe es schon oft versucht, aber ich komme hier einfach nicht weg. Ja, aber jetzt musst du... Das ist ein ganz kleines Dorf. Ja, aber jetzt musst du es machen. Jetzt musst du es wirklich machen. Was du jetzt gerade uns erzählt hast, da braucht man dich ja auch gar nicht mehr überzeugen. Das ist ja so klar, dass du aus diesem Sumpf raus musst, in dem du erlebst. Das ist keine Ehe, das ist keine Beziehung, das ist keine Liebe, das ist gar nichts. Das ist nur Driss, kann man sagen. Ja, das ist eigentlich, ich weiß nicht, was ich dazu sage. Ne? Und du musst es für dich tun und du musst es für deine Kinder tun. Weil die Kinder leben in einer Familie, die keine Familie ist. Wo sie nur schlechte Stimmung, nur Übles letztendlich mitkriegen. Direkt oder indirekt. Ja, freilich. Ich liege den Kindern immer vor, der Papa hat sie lieb. Kann ich auch nicht weitermachen. Gut, ich habe heute auch schon den ganzen Tag hier überall rumtelefoniert und rumgemacht. Ich komme hier nicht weiter. Hast du was gelernt? Hast du einen Beruf? Ich hatte damals Kinderpflegerin gelernt. Ja. Aber das kriegt man auch nicht. Nee. Na gut, du hast ja selbst jetzt ein ganz kleines Kind von 2 Jahren. Aber... Ich meine, das sind natürlich das Probleme, wenn du da raus willst. Das sind erstmal rein organisatorische Sachen, wie kriegt man das hin? Ich hab kein Pfennig Geld, gar nichts, also. Aber dafür gibt es genügend Unterstützung und Anzapfstellen in unserem Staat, dass Frauen, die in so einer Situation sind, dass die nicht verhungern müssen und dass die auch einigermaßen erstmal über die Runden kommen. Ja, ich war ja schon mal in einem Frauenhaus, aber da haben sie ja damals auch, hat er ja bei uns die ganzen Ämter angerufen und hat die Ämter bedroht und dann haben sie auch alles gesagt, wo ich bin. Der ist halt so, der ist dann hart bei der Sache. Gut, aber davon solltest du dich nicht einschüchtern lassen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist für dich, dass du eine gute Beratung bekommst, wie du deinen normalen Alltag jetzt dann irgendwie auf die Reihe bekommst und organisierst. Und wie du die Kohle kriegst, darum geht's ja. Ich brauche erstmal bloß einen Anlauf. Eine Anlaufstelle, okay. Ganz genau. Hast du denn auch Angst, dass er dir vielleicht irgendwie... Ich habe Angst, dass er dann, wenn er mich irgendwo findet, wenn ich weg bin, dass dann wieder irgendwas ist. Ist er damals auch gewalttätig geworden, als du im Frauenhaus warst? Nee, da war wieder so ganz kleinlaut halt. Ich weiß es nicht. Also, wir halten mal fest. Die Entscheidung, dass du da raus musst, ist ohne Wenn und Aber hundertprozentig richtig. Das ist für mich. Also ja, und die ist auch gut. Da möchte ich dich auch noch mal bestätigen, dass du auf keinen Fall jetzt irgendwie nochmal in Schwanken kommst und Rückzug machst oder so. Die Frage ist jetzt nur, wie kann man dir helfen? Du brauchst einen konkreten Ansprechpartner, du brauchst Leute, die dir jetzt erstmal ein bisschen unter die Arme greifen mit Rat und Tat. Ne? So ja, ist es. Ich habe ja ein paar Freunde, die da mitmachen würden. Ich hätte auch einen Bekannten, wo ich erstmal hinwollen können. Ja. Bloß der wohnt 600 Kilometer weiter weg. Ja, ist das schlimm? Ja, ich komme da nicht hin. Ich wüsste nicht, wie ich da hinkomme. Ich habe kein Auto, ich habe gar nichts. Und du hast auch nicht das Geld, mit dem Zug dahin zu fahren? Nee, hier ist kein Zug, hier ist auch kein Bus, da wo ich bin. Das ist das ganze Problem. Und meine Eltern, wenn ich denen das sage, da fallen die wieder aus allen Wolken.
Aber meinst du nicht, dass deine Eltern für so eine Situation Verständnis haben müssten? Ja, aber ich habe Angst, dass er die nachher wieder droht und macht. Also ich will es dann lieber gar nicht mehr sehen. Ja, aber du darfst natürlich jetzt auch nicht zu viel Angst haben, Katrin, was er eventuell alles machen würde, eventuell, sonst bist du ja wirklich in einer Falle. Du musst jetzt also zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, du hast da eine Anlaufstelle 600 Kilometer entfernt. Da muss es doch verdammt nochmal irgendwie möglich sein, die paar Euro 50 zusammenzukriegen, um da mit der Bahn hinzufahren. Das muss doch irgendwie möglich sein. Ja, ich komme an kein Geld ran, also er gibt mir nichts und. Aber das ist ja, das meinte ich ja gerade auch. Es muss ja auch organisiert sein, dass du musst dann ja sowieso an dein eigenständiges Geld, wenn du von mir weg bist. Ja klar, ne? Das so. Ist mir schon klar. So, und das muss erstmal alles richtig eingefädelt und organisiert werden. Und da würde ich gerne bitten, dass du jetzt mit meinem Psychologe genau darüber redest. Ja, genau. Weil der hat die viel besseren Ideen, wie man das macht und an wen man sich da wendet. Also, so machen wir das, du legst auf. Johannes heißt mein Psychologe, ruft dich gleich an. Und ich wünsche jetzt für den Neustart, das ist ja ein richtiger Lebensneustart, der vor dir liegt, wirklich alles Gute und halt die Ohren steif. Das wird noch viele Rückschläge geben und Schwierigkeiten, aber da musst du jetzt durch. Okay, danke. Ne? Liebe Katrin, leg auf, wir rufen gleich zurück. Okay, tschüss. Also, ja, tschüss. Angelique, 20 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Angelique. Hallo. Dein Thema. Ja, ich habe mich in einen Jungen verliebt, den ich noch nicht gesehen habe. So machst du das also. Du verliebst dich einfach in Jungs, die du nicht siehst. Ja, aber schon monatelang, ewig, Kontakt täglich, stündlich. Wie denn? Über Chat oder Telefon? Also am Anfang im Chathaus und jetzt so privat am Telefon. Und warum kam noch nicht so diese ganz ungewöhnliche Idee mal auf, Mensch, wir könnten uns mal treffen? Die kam schon, die kommt die ganze Zeit, also von Ihnen auf jeden Fall, aber ich habe Angst. Warum? Ich habe Angst, ich könnte Ihnen nicht gefallen oder so. Also Bilder habt ihr auch nicht ausgetauscht? Nein, nein. Fotos. Hast du denn Bedenken? Nein, anders gefragt. Hast du ihm denn irgendwas Falsches gesagt von dir? Nein, ich habe mich schon so beschrieben, wie ich bin, aber... Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich habe trotzdem halt irgendwie Angst davor. Wohnt er weit weg von dir? Das ist ja gerade gar nicht. Wir wohnen in der gleichen Stadt und das ist gar nicht so weit entfernt. In der gleichen, also das heißt, also ihr könntet anrufen und sagen, komm, in 10 Minuten oder in einer halben Stunde treffen wir uns da in der und der Kneipe. Das ginge. Genau, das würde gehen, ja. Mhm. Wird er denn nicht ungeduldig schon mittlerweile? Doch, das ist ja gerade mein Problem. Nach so vielen Monaten jetzt inzwischen schon. Angelique, das Problem ist ganz leicht zu lösen. Ja, ich weiß, ich mit ihm treffen, ne? Du musst dich mit ihm treffen, na klar. Weil das Risiko musst du nur mal eingehen, dass du ihm vielleicht nicht gefallen könntest. Ja, aber dann ist alles, was ich mir aufgebaut habe, kaputt. Ja, aber wie willst du jetzt die nächsten 30 bis 40 Jahre telefonieren? Bis zu deiner Rente? Naja, eigentlich nicht. Eher nicht, ne? Also eigentlich würde es mir schon gefallen, aber so die Sehnsucht, so, das geht eigentlich irgendwie gar nicht mehr. Nein, 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 das ist ja... Weil wir sind ja sogar schon, wenn man das so sagen kann, per Telefon zusammen. Das heißt, ihr habt am Telefon auch schon Sex gehabt? Nein. Nein, soweit noch nicht. Nein, das nicht, aber wir sind schon ein Pärchen. Also. Aber sehr vertraut am Telefon, ihr habt alles erzählt miteinander und man hat schon intime Dinge erzählt aus dem Leben, genau, und es ist sehr vertraut, genau, ganz einfach. Genau, also er erzählt mir Sachen, die zum Beispiel noch kein anderer weiß oder so. Und mir, also von meiner Seite auch genauso. Aber nur sagst du so, du hast Angst, dass du ihm nicht gefällst. Ja. Aber es könnte ja andere... Also ich denke gar nicht daran, dass er mir nicht gefallen könnte, daran denke ich gar nicht. Das könnte aber auch passieren. Ich weiß, aber das denke ich gar nicht. Ich weiß, dass er gut aussieht. Also für meinen Geschmack auf jeden Fall. Und du bist ganz ehrlich, du hast ihm wirklich alles so von dir erzählt, wie du aussiehst. Ja. Angelique, ran. Dem Feind spricht der Angst ins Auge schauen und vorangehen, mit allen Mitteln. Ja, aber für mich würde eine Welt zusammenbrechen, wenn er dann sagen würde, nee, du bist doch nicht so mein Fall. Ja, aber ich will dir sagen, letztendlich wird es darauf hinauslaufen, dass ihr euch mal sehen müsst, weil auf Dauer geht es ja wirklich nicht so. Ich weiß. Nee, auf Dauer geht's nicht. Okay. Da muss man dann so den eigenen Schweinehund überwinden und da muss man hingehen. Mach dich recht schön, zieh schicke Sachen an und da wird es schon gut gehen. Ja. Wenn ihr euch so gut verstanden habt, müsst es dann mit dem Teufel zugehen, wenn du ihm nicht gefallen würdest. Ja, er sagt ja auch, dass es ihm egal, wie ich aussehe. Du verabredest dich bitte mit ihm nächstes Wochenende, okay? Nein. Bitte. Nein. Also ich bitte darum, nächstes Wochenende. Dauert noch ein bisschen. Nein, nichts hinauszuhören. Nächstes Wochenende. Du darfst auswählen, Samstag oder Sonntag. Ah, danke schön. Jetzt muss ich Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Ich wünsche aber alles... darf ich Ihnen noch was sagen? Nee, ich muss Schluss machen.
Okay. Bis dann, alles Gute, tschüss. Morgen heißt unser Thema schreckliche Orte. In der Technik war heute Annette Bastian. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen und Radio 1 Live. Tschüss.